Jetzt hör schon endlich auf! Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir sollten dringend zurück in die Stadt kommen und mal sehen, was uns nun hier erwartet. Hey Mari, calm down, would you? Don't you tell me to calm down. Look around. Everything just keeps getting worse. Himari, taking it out on Gigimon won't help anything. It's not his fault things are bad. Actually, if not for Gigimon, we wouldn't even know how bad things were. We should be grateful. Whose side are you even on, Rika? No one's taking any sides. I'm just calmly, objectively telling you the truth. Oh, I see. Why don't you talk about it with the other calm people then? Himari! Don't follow me! You and I are from different worlds, Rika. You just don't understand me at all. To think she could let her feelings manipulate her so. How weak humans are. Hey, watch what you're saying. I know how Himari feels all too well. Let me tell you, it's pretty awful feeling like you're stuck with no way out. Kota. No. Actually, Himari's nothing like me. She's so much stronger than I am. I'd better keep getting stronger, right, Yukimura? Because if I don't, well, I'm... Taumon, you went a little too far. They're terrified, but they're still fighting for the sake of the digital world. This is true. Perhaps I ought to have kept my temper in check. I'll give my apologies to the two of them. No. I think it might backfire if you were to go now. Let me and this tamer handle this one. Okay. You, can you go talk to Himari? I'll go after Kota. I'll go too! You better stay put. This is very delicate stuff. Not the time for kids to play around. Hey! Don't treat me like a little kid! I'm worried about them too! Before you go after Himari, we'd better explain the situation to you too. We've actually found a way to determine if someone's been infected by the BH program. That's the good news. But there's more, I'm afraid. When we tried testing our method on the townspeople, every single one of them tested positive. Oh, scheiße. The time the BH program lies dormant varies from victim to victim, and we can't yet detect when it's about to flare up. And when it does, well, you know what happens. So now you know how bleak things have gotten. The virus could take hold of us just about any time. I can hardly believe the danger we're in. I doubt your partners are an exception either. Oh. We haven't got a moment to spare. We've got to form a plan, or all of the digital world will fall into chaos. So please. Bring Kota and Himari back, and then lend us a hand finding a way to stop the BH program. Alles klar, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich werde sehen, was ich tun kann. We appreciate it. That's all we can ask. Make sure and tell Kota and Himari not to overdo it either. I too beseech you. We're entrusting you with the fate of the digital world. Himari voll am Durchdrehen. Got a second? Made my day. Tyrannomon ist nach Flotia zurückgekehrt. Es ist zum Bauarbeitest gegangen. Vielleicht hilft es ihm dabei, schwere Dinge zu heben. Goblimon ist nach Flotia zurückgekehrt. Es ist in Richtung des Geschäftsviertels gegangen und hat irgendwas von Hunges gemurmelt. Hunger? Ob es wohl jemals arbeitet? Gaumon ist nach Flotia zurückgekehrt. Es ist ins Unterhaltungsviertel gegangen. Bestimmt bringt es das Kolosseum in Gang.
Ah, 48. Jetzt wird's hier richtig spannend. Cool. Läuft langsam richtig warm bei uns. So, Digimail. Yumi, hilf mir. Ich habe nicht auf Himari gehört. Okay. Bin jetzt ganz weit, weit weg. Ich bin nach Defekt Ex Machina gegangen. Ich bin nördlich des Dornenpalastes in der Ebene, die nach der Wüste kommt. Bitte hilf mir. Na gut, dann müssen wir da wohl auch hin. So sollten wir, ja gesagt. Gut, wir haben ja ein bisschen Geld jetzt inzwischen. Wir können uns da ja mal schnell hinfliegen lassen. Machen wir auch gleich. So, ich sammle auch schnell die Daily Sachen ein, kurz. Ich gucke auch mal, wie mein Teppichverkauf so steht. Was man das so nennen kann, wie der läuft. Ihr wisst schon. Ach. Ja, stimmt, das Krankenhaus ist noch geupdatet. Ja, ist gut. Ja, das Haus ist neu, danke. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, danke. Hi, was geht? Oh, der Preis ist immer noch gleichbleibend. Oh Mann, ich würde einfach mein Geld wieder haben. Oh, ich hasse das. Das macht er doch mit Absicht, der Arsch. Und dann, wenn ich alles verkaufe, jetzt ist am nächsten Morgen der Preis bei 1500 oder so. Kann ich mir vorstellen. Das ist gemein. Okay, mit Nomewan habe ich, glaube ich, schon gesprochen, ne? Ach so, doch noch nicht. Gut. Muss mal ganz kurz Tyrannoman anquatschen, falls er hier ansprechbar ist. Ah, da ist er. Ja, Regenbogentropfen, danke. Oh, hallo, ein neuer Kunde. Ich bin hier, um Materialien auszutauschen und vielleicht kannst du noch das eine oder andere lernen. Die Option variiert von Tag zu Tag. Brauchst du Flüssigkeiten oder Holz? Ich kümmere mich drum. Sehr gut, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, Flüssigkeit und Holz umzutauschen. Weißholz, Schwarzholz, wird zu Palme, wird zu Schneeholz, wird zu Großholz, wird zu Bambus, wird zu Feuerholz, wird zu Fallholz. Cool. Sehr schön. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz zu Patamon und dann machen wir uns auch direkt schon auf den Weg zu Angemon. Zu Angewomon natürlich. So. Das ist Fleisch, ja, von mir aus. So, los geht's. Das fühlt sich richtig an. Ja, danke, Kuro. Und schon haben sie Hunger, die beiden. Schlimm ist das. Ja. Gut. Los geht's. Ich muss kurz überlegen. Ogulno Defekt Ex Machina war's. Yeah. So, hier irgendwo müsste jetzt Angewomon sein. Mal gucken, ob wir sie relativ schnell finden. Ihr beide, ne? Gegen euch muss ich auch noch kämpfen. Aber jetzt im Moment nicht. Wo ist sie nur? Sollen wir hier hoch? Kann ich irgendwie... Ich bin zu dumm für alles. Karte. Jetzt raus. Doch, ich muss da eigentlich richtig sein. Da ist auch das Ausrufezeichen. Ein paar Materialien. Ach ja, stimmt. Hier gibt es auch richtig seltene Materialien. Das ist sehr praktisch. Kann man nämlich auch Mithril finden, müsst ihr ja hoffentlich. Da, Mithril. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, Frage ist jetzt, wo ist Angewomon? Da vorne steht sie. Rika heißt sie ja, glaube ich. So, da ist jemand, ja. Hi. Huh? Who's there? Oh, it's you. Thanks. Thanks for coming. My partner, Himari, she...
I went after her, but she said, don't come near me. And then she ran off. Oh, Himari, was ist nur los mit dir? She should be around here somewhere. I'd be very grateful if you could help me find her. Thank you. Oh, die Arme. Oh Mann. Die Arme. Also, Rika, tut mir voll leid, dass die Mari so durchdreht. Ah, wo sie wohl ist. Ich kann es mir schon denken. Okay, gehen wir mal 2 hoch. Ja, meine Ausrufezeichen sind irgendwie doof. Das macht es dann irgendwie zu leicht, weil man weiß ja, wo man dann suchen muss. Wisst ihr? Es liegt ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Lololololololo. Schön die Nuss. Meine ölige Nuss. Super duper ölig. Eklig ölig. Kannst du etwas sehen? Nein. Also, ich gucke auch gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. So, Blumenbeetinsel. Wo ist denn Nohimari? Wo ist Nohimari? Himari, wo bist du? Ich suche dich, hör mir doch zu. Ah, ich sehe dich auf der Karte. Warte, warte. Ah, Rika ist auch schon da. Coole Sache, das. Oh, oh. Himari! Didn't I tell you not to come near me? Huh? Rika? What's that stuff coming out of... Wait, don't tell me. Huh? What? Oh, scheiße. Wird die jetzt... Oh Gott. You sound so... Rika, are you alright? Something wrong. I'm just fine. Same as... Always. Rika! Who's calling me? Himari? Wait, who's Himari? It's me! I'm your partner, Himari! My partner wouldn't be so... Wouldn't be so mean to me! Rika! What do we do? It looks like her form is altering, right? Is it my fault for pushing her away? Ja, vielleicht. Es hat Rika so leid. Help Rika! If we can't save her, she's gonna turn into a machine Draymond! My head! Oh, das ist voll grausam. Oh shit. Oh Gott, ist die... Ah, ist schon ganz schön stark. Das kann ja weiter dauern, glaube ich. Aber andererseits macht sie auch nicht wirklich viel Schaden an uns. Es wird also eher so eine Oh shit, wir haben keine MP mehr Sache werden. Oh Gott, der Schaden. Oh Gott. Aha. Spezialmove! Go! Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Lindwurm oder. Wow. So, und dann nochmal ein Spezialmove, bitte. Arktischer Schneesturm. Oh, wie sie einfach hin und her boxen, die Arme. Meine Güte. Oh, wie sie rotiert. Oh, und die Verteidigung ist gerade voll schlecht. Also für ein Ultra-Level-Digimon ist sie ganz schön stark.
Wenn ich das mal so anmerken darf, also so ganz nebenbei. Na, wir kriegen es aber hin. Ich will jetzt im Film noch eine Ulti einsetzen können. Dauert zwar noch ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Ja, bald. Aber ich kriege es aber auch so hin. Solange sie nicht in den Verteidigungsmodus geht, ist es eigentlich relativ machbar. Wow. Wow. Der macht sie ganz schön fertig. Ah, gleich. Noch ein, zweimal. Oh nein, jetzt ist sie im Verteidigungsmodus. Die Olle. Oh Gott. Komm noch einmal drauf. Sehr gut. Oh, das Geld war aber auch ordentlich. Rika. Hey, Mari. I'm sorry. I'm so sorry, Rika. It's all my fault. Ja, ist es. I wanted to go back home. I was worried about my sisters. And so I got angry and took it out on you. Himari, you have sisters? Yeah, they're twins. They're just in second grade. And we don't have a mom, so I take care of them. I got so worried, thinking about how hungry they must be. But you're important too, Rika. I can't just abandon this world. I wanted to fix things here and zip back to the real world as fast as I could, but... Things just got worse and worse, and then I went and took it out on you, Rika. I've been awful. Himari, don't cry. I'm all right. Your friend saved me. Right? You used some program on me, didn't you? That's right. You did something just before Rika attacked, didn't you? So that's why Rika's form didn't change? Ah, Yumi hat von einem Prototyp des Antivirus-Programms berichtet. A prototype antivirus program? I didn't know we even had anything like that. But you said it can only delay the onset, right? Not prevent it completely? Which means Rika could start changing again at any time. Himari, do I scare you? What are you talking about, dummy? I couldn't be scared of you. You're my partner, and I care about you. I promise, if you start changing again, I'll be the one to stop you. So you just rest for now. Don't worry too much about it. Himari. Oh. Nein, das sah nur so aus. Oh, schön. Yes, I think so. My body feels full of power. With this much strength, I can be the one to protect you from now on. Oh. Someone's feeling pretty bold. But thank you. I know I can count on you, Rika. Oh. Oh, it's Taomon's gate. Thank goodness. Come on, Rika. Let's get you back to town and patched up. Sounds like a plan. Thanks so much for everything. I'm so grateful. I want to stay near you for the rest of my life. Was? Oh mein Gott. Digimer? Was ist los? Komm zu Cap Mod, wie läuft's bei dir? Ich würde dir was sagen. Irgendwas ist mit Kota. Ich komme einfach nicht damit klar. Ich warte auf dich am Cap Mod. Okay. Gut, dann auf zu Cap Mod. Wir haben sehr viel vor in dieser Folge.
Unterwegs gesammelte Materialien wurden ins Lager in der Stadt gebracht. Okay. Oh, voll schön. So, aber ich glaube, die Folge jetzt ist schon fast rum, ne? Wir gehen erstmal zu Cobmott hin. Haben wir schon noch genug Geld, um euch direkt hinteleportieren? Hinfliegen zu lassen. Und ja, das habe ich. Gut, dann fliege ich direkt mal hin. So, Cobmott. Auf geht's. Ja. Na dann los. So. Hier sind wir. Here we are. Here we are. Here we are. Noch bei Cobmott, wo bist du? Wird nicht angezeigt. Gut. Bitte. Dann verweigere mir deinen Standort, lieber Mario. Hey, hey. Hey, hey, hey. Na komm. Danke. Salzige Nüsse, Materialien gewinnen. Und da ist jemand. Und noch mehr Materialien. Richtig geiler Scheiß. So. Nehmen das noch mit. So. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt hier, ne? Wo? Was ist denn hier los? Okay. Davon ist Peltrum. Hier sind wieder Materialien. Vielleicht von einem anderen Eingang? Ich hab grad keinen Plan. Vorne vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das leuchtet so groß und gelb und ich weiß nicht. Das könnte was sein, eventuell. Aber sind ja gar keine gegnerischen Digimon auf der Map. Ist das möglich? Ist das möglicherweise sofort die Possibility? Gar keine wilden Digimon! Lol. Da kann ich ja, wenn ich so ganz fresh bin, hier vorne ja auch noch die Materialien wegnehmen, an die ich sonst immer nur mit Kämpfen rankomme. Ich weiß, ich bin ein ganz schöner Schelm. So, wow, hat es überhaupt nicht gebracht. Fels und Stein. Wow! Gut, gehen wir da mal vor. Mal gucken, was es da gibt. Ich glaube, hier ist jemand. Ja, da vorne ist wieder voll der Trouble. One more time, Yukimura. Yeah. Exhaust Flame! Come on! You won't get stronger than anybody with an effort like that. They've been like this since I arrived, training like they're possessed. You can tell just from looking. Yukimura isn't up to this, but even using force, I don't think I could stop them now. I know I'm not setting a great example, but I need to ask you to put a stop to it. Oh. Don't try and stop us. This is Yukimura's and my problem to solve. Hey, what's the matter, Yukimura? You done already? No, not yet. That's right. Do your best, Yukimura. We'll be stronger than anyone else out there. We decided we'd do whatever it takes, even if that means altering our form. Kota, if that's what you want, I'll... Uh-oh. Not good. Brace yourself, Yukimura. As long as you don't lose your will, all that power can be yours. Yukimura, what are you doing? Knock that curse into submission. Was kommt jetzt? Oh nein. Oh nein, das ist riesig. What? Why? That's not Machine Draymond. Nun gut, ja, dann kämpfen wir wohl nochmal. Gegen ein Skull-Craymon.
Irgend so eine Befürchtung hatte ich. Die obligatorische Fehldigitation, die es nie fehlt, die es immer geben muss, die nicht fehlen darf. Oh, meine Digimon sind ziemlich angeschlagen, sehe ich gerade. Noch vom Kampf davor, eventuell. Ja, ist auch nicht ganz so hohes Level wie Angewohnmon, aber trotzdem macht er. Das pusht er eigentlich gerade. So. Das müssten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Wenn er nicht immer in seinem verkackten Verteidigungsmodus wäre. Alter, wie wenig Schaden wir da das machen. Oh. Da haut vor allem richtig tief rein. Also so richtig schön in die Phrase. In die Freeze, wisst ihr? Warum? Ich lass ihn doch mal in Ruhe. Er greift die ganze Zeit wie ein Bekloppter an. Oh. Soll ich die Echse machen? Komm, wir machen die Echse. Extra Cross Evolution. Warum nicht, ne? Kann man mal machen. Ich weiß gar nicht, so was die beiden werden. Wir probieren es einfach mal. Okay. Vielleicht wieder ein Omnimon oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal einen Schluck. So. Was bist du? Ich hab echt keinen Plan. Oh, Omnimon. Sehr schick. Puh. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Oh yeah, Omnimon. Na, mal gucken, wie stark der jetzt ist. Und jetzt geht's los. Überlebende Kanone. Und das Metaschwert. Also, das Lied ist so schön. Oh, Trophäe erhalten. Heftiger Angreifer. Wow. Wow. Habt ihr... Oh mein Gott. Wir haben ihn fast mit einem Schlag besiegt. Aber noch ein ganz kleiner Balken übrig. What the... What? Das war super. Try using my antivirus program one more time, please. It seems effective. That is, I wonder if my auto-learning program is doing even better than I thought it would, if it's working this well. Huh. Sorry, just talking to myself. Anyway, we've got other things to worry about. Yukimura, I'm sorry. What were you so impatient for? You're not a kid anymore. Didn't you think for a second it might turn out like this? Because I've got nothing. I can't do anything. I just wanted to have something I could be sure about. Our friend here is obviously special. And Himari's so sure of herself. I'm the only one who's just... nothing. It was the same in the real world, too. Oh. I mean, not to brag or anything, but... I did great at school and sports, and I could read people pretty well. I'm sure I was the kind of guy people would be jealous of. And of course I appreciated that. But all the same, when I had to actually think about what I wanted to do in life, I realized I was just empty inside. Everyone would talk about their dreams and goals, and I'd just try and think of a single thing I really wanted to do. I had this vague picture of how I'd enjoy myself. Find some job or other, get married or something, get older, and just have a pretty average, decent life. But suddenly, I felt like my footing wasn't stable anymore, and I started to panic, thinking I had to find something. And that was when I got summoned into the digital world. Here, I finally felt like I was special. I believed there was something only I could do. But it turned out I was wrong. I was sure of that after I met this tamer. I knew right away that I was just an empty nobody after all. And so I ended up mistreating my partner, the one I was supposed to care for more than anyone. I'm the worst. I'm so stupid, so pathetic. It's true. That was pretty stupid of you. You've got a partner who believes in you and risks all kinds of danger for you, no matter what.
A bond so strong that even in altered form, they wouldn't lose sight of who you are. You've got friends who come running to your aid. And you still think you're a nobody? All this time, you never noticed that you had something no one else has in your hands all along. I guess so, huh? I sure am an idiot. Looks like help came at just the right time. Let's get back to town for now. We need to let Yukimura get some rest. Yeah. Oh mein Gott, Mann. Occupational hazard, I guess. He was trying too hard to put up a good front. As cool as he talked, he still relied on you so much. Not that I'm really one to talk. Hope you can give me a pass there. You ought to take a rest too. I have a feeling things are about to get pretty busy. Oh. So, the antivirus program opens up new possibilities for altered Digimon. Fascinating. Oh. Wer war das? Werden wir bestimmt noch schnell, das heißt schnell, bald genug herausfinden. Ich sammle vorher noch die Materialien ein. Ihr kennt das ja. So. Mehr, mehr, mehr! Wonderful! So, nun zurück mit uns. Floatia bei Digimons Haus. Hey, perfect timing! Long time no see. Ah, Myri oder Mirai. Things have finally recovered to the point where we can send and receive video signals again. Thanks to all of you. I can't thank you enough. Still, I can't maintain this for long. Apologies, but let me get straight to the point. First, about the changes to the digital world. As you're aware, all of it stems from the spread of the BH program. I tried to look into ways to solve the problem, and that was when I managed to access the territory of this world. Changes in one world can sometimes ripple outward and affect other worlds for the worse. There have been times when the digital world began to creep into the real world, leading to disaster. Normally, that simply means we must address some issues that seem innocuous. But this has spiraled beyond my predictions. The BH program trapped me, and I almost ceased to exist altogether. Oh, okay, this is krass. As I was trying to shake things up, I happened to access the digital world's own self-purification function. Within that process, I discovered a way to digitize humans from the real world and draw them into the digital world. I see. So it was like what happened to me before. It's an emergency measure that the digital world can take in times of crisis, yes. So, the fact that we were summoned here was... Yes. It was the will of the digital world. Huh? It was? I guess our connection from that tournament back in fifth grade was just coincidence then. The fact that I'm even able to connect and speak with you is due to your ability to resist the effects of the crisis. But it seems that our only hope against the BH program is for you and the Digimon to combine forces. That's right. We've been pulling our weight, too. We've been working on Mr. Mameo's prototype antivirus program, and it's finally getting close to completion. I hadn't told you about this yet. Whoa. Well, with everything that happened with Himari and Coda, I realized my prototype might be more useful than I'd thought. I threw together a new one and gave it to Talmon, complete with the new test data. Yes, that test data was quite useful. An unexpected benefit of Kota and Himari's episodes, perhaps. Schön umschrieben. You're welcome? It looks like this world chose its helpers well when it summoned you.
Only problem left is, how do we spread the antivirus program through the entirety of the digital world? There's a big mesh of underground network cables stretching all over the digital world. If we transmit the antivirus program from server tower, it ought to spread everywhere, no problem. The digital world's network isn't functioning properly right now, though. I suspect that a critical cable may have suffered some damage during that machine Draymond rampage. Simultaneous transmission won't be possible unless we can fix it. Then we'll need to pinpoint the damaged area. Let's ask Digimon from all over for information. Guess we've just got to tackle one problem at a time. Isn't that right? I'll gather information as well. I may not be able to operate freely just yet, but I can at least send Digimail. Okay. Boah, dann war das jetzt schon eine ganz schön lange Folge. Mal gucken, was haben wir denn hier bekommen. Kehre in die Stadt zurück. Yukimura haben wir an das Programm verloren, genau wie Rika. Aber dank dir, Yume, gab es ein Happy End. Ich möchte eine Nachbesprechung abhalten. Komm daher bitte zu meinem Haus. Haben wir ja gerade gemacht. Lade mal Digimon zu uns ein. Um die beschädigte Stelle am Kabel zu finden, müssen wir Informationen sammeln. Wenn du mehr Digimon in die Stadt holst, kriegen wir, was wir brauchen. Viel Erfolg. Wow. Das ist jetzt entweder eine sehr lange Folge oder ich mache daraus zwei Folgen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, es ging jetzt doch nochmal länger als gedacht. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht vor der Sache mit Kota einen Cut gemacht. Das ist schon ziemlich schwierig. Am besten, ich mache einfach zwei Folgen draus. Ich meine, was rede ich mit euch? Ihr werdet wissen, ob es ein oder zwei Folgen sind. Nachdem, ob diese Episode, die ihr gerade guckt, eine Begrüßung hat oder nicht. Die Frage ist, ist das hier das Casino? Ja. Kann ich ja mal reingehen ins Casino? Ich meine, wenn ich hier eine Doppelfolge draus mache vielleicht, kann ich es ja gleich etwas länger machen und mich hier ganz kurz nochmal im Casino umschauen. Hier ist ein Tresen, wo noch keiner steht. Hallo du, du scheinst sehr gut gelaunt zu sein. Ich arbeite hier, ich spiele nicht nur herum. Ach, hallo, schön dich wiederzusehen. Ich bin ein Spielautomatenpartner, wie ein Instrukteur. Komm gern spielen. Ich will spielen. Falls du keine... Was? L-Coins oder sowas hast, kannst du mit 3000 Bit zahlen. Fangen wir an. An die Würfel fertig los. Ich habe... Was? Mann, ich will gar kein Geld setzen. Ich will doch nicht spielen. Mann! Okay. Noch ein Wurf. Gegen... Willst du... Was willst du machen? Ich habe gerade überhaupt nicht gelesen, was er gewürfelt hat und was ich gewürfelt habe und was das Ziel des Spiels ist. Ich habe... und eins macht insgesamt... du hast... also gibt 13. Keiner von uns hat eine Schnapszahl. Aber du hast die höhere Augenzahl gewürfelt, also gewinnst du. Okay, cool. Okay. Willst du mein Dreifachwurfspiel ausprobieren? Kostet nur 100 L. Erstmal nicht. Ich gucke mir das gleich in Ruhe nochmal an. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Das war jetzt doch ziemlich viel auf einmal. Puh, gut, meine Freunde. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich bin kaputt. Ich lege mich jetzt gleich erstmal hin. Und euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr heute so tut. Einen schönen Tag noch. Danke fürs Zusehen. Und ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.